So oft. Sonst oft doch. Der Niedlichkeitsfaktor steigt. Hallo. Herr Birke ist Popon. Popon. Das habe ich gesagt. Ey, die Musik. Wie, ich kann es nicht weitermachen. Was, wenn die Musik sich ändert? Los, komm. Spiel. Auslöschung. Story. Kein Plan, was passiert. Story-Modus. Ich möchte die volle Lore kennenlernen. Was, wer bist du? Ich bin ja auch mal so in diese komische Welt rein, schon wieder reingelaufen, ne? Oh, wieder, das ist eine Fortsetzung. Oh, wo wieder? Und ich überhaupt? Wenn du das wissen willst, ne, dann musst du mich erstmal bekämpfen, ihr Tun, du. Wenn du gewinnst, dann sag's dir. Ah, ein lautes Lachen. Round 1. Round 1. Ready? Ja. Start. Super. Was passiert eigentlich? Da hat sich so ein Ding reingemixt hier. Popcorn. Weiß nicht genau, was hier passiert. Mist. Haben wir Waschbären noch zu suchen? Zu machen. Oh. Was passiert hier? Diese kleinen Waschbären sind bestimmt gefährlich, ne? Eject! Auswurf! Das ist aber schon nicht so viel. Mit diesen kleinen Bärchen da los? Ey, dann schmeiß mal die Dinger da rein, dich. Das ist wieder eins von diesen typischen hyperaktiven japanischen Puzzlespielen hier. Selbst wenn ich jetzt verlieren sollte, ne? Ich hab keinen Plan, was hier passiert. Das ist mir dann egal. So? Die Musik geht schon mal klar. Zeig mir einen Weg. Euch kann ich eigentlich auch nicht gebrauchen, oder doch? Irgendwie schon. Merz. Du bist nun explodiert. Ihr könnt weg. Schmeißt doch nicht seine komischen Waschbären auf mich. Merz. Das ist doch nicht gut. So. Hier ist es vorbei. Ja, komische Waschbären. Bams, also explodiert.
Was ist hier eigentlich los? Mann, ich brauche mehr Gelbe. Ich muss diese komischen Waschbären ausmerzen. Oha. Ich könnte es ganz knapp schaffen. Na ja, Kollege. Es geht nur einer kaputt, nein. Schokoladen. Wenn ich jetzt den Pulsmesser dran nehme, es wird einfach durch die Decke gehen hier. Oh. Oha. Nein! Runde 1 verloren. Number 2. Number 2. Ready? Nein. Start. Das klingt so putzig. Ich sortiere die erstmal irgendwie gerne. Ich weiß nicht, was die Sachen zu bedeuten haben. Warum? Was sagen die? Engage? Müssen drei sein, nur? Das reicht aus. Das reicht aus. Das sind sehr viele kleine Kätzchen. Da passt ja mal gar nichts. Das war nicht gut. Okay. Das könnte klappen. Da geht immer nur einer kaputt. Das ist schade. Zufall? Ich wollte eigentlich nicht mehr haben, ich wollte weniger. Was ist das Gegenteil? Dann passt ja mal nirgends hin. Kommst du zur Seite, du wirst geparkt. Danke dafür. Ein bisschen weniger putzige Niedlichkeitskätzchen. Muss ich auch schnell sein, zufällig? So? Ja. Das ist schon mal okay gewesen. Da habe ich schon mal eine große Lücke. Das ist gut. Was ist die Bedeutung, wenn die Dinger da schlafen? Nee. Jetzt ist die Katze drin. Oh. Ah, bleh. So? Ich hab gar nicht gesehen, dass da noch was war. Das geht super geil. Ach, da geht noch nur Kreuz. Mhm, ich schaff das. Kein Ding. Tiefes
eine Art von euch nüstern. Nasen. Zufall? Das haben wir nicht gesehen. Kannst du Platz tun? Mann, ist er mal hängen geblieben? Geht weg! Nein, zu spät. Victory! Naja. Gewonnen. So, ich dachte, das ist schlau, um mich zu besiegen. Da brauchst du wirklich erstmal hier 25 Milliarden, ne? Also ist ja wohl klar. Jahre bevor du so in der Lage bist, du. Ah, oh nein! Wenn das nicht so süß klingen würde, ne? Nächste. Hook. Mann, sehe ich dämlich aus. Warum sagt mir das denn keiner? Hook aus dem Jahre 1991. Peter, Jack, Maggie. Es ist Zeit fürs Bett. Maggie, Daddy, es ist Großmutter Wendy, die echte Wendy. Wie, das ist doch bekloppt. Schließe deine Augen und geh schlafen. Oder geh schlafen, schließ dann deine Augen, wie du möchtest. Und dann ist Peter Pans Geschichte eine erfundene Geschichte? Sie ist die echte Maggie. Wann wirst du endlich erwachsen? Ja, das ist jetzt die, das Spiel zum Film Hook, ne? Aus den 90ern raus. Mit dem gealterten Peter Pan, der Herr Wendy geheiratet hat und bla bla bla. Denke ich mal. Nochmal, Hook. Ich hab Start pressiert. Hey, Tink. Hey, verlorene Jungs, ich bin es wirklich, ne? Hey, das ist Peter. Hook nahm diese Kinder und kam zurück, um sie zu retten. Ich hätte vielleicht doch nicht die Story überspringen sollen, aber da wir schon mal alles übersprungen haben. Hat sich doch ein bisschen verändert. Aha. Da muss ich gerade zeigen, dass ich der echte Peter Pan bin. Ich bin der echte Peter Pan, Leute. Yeah. Und ich mache euch alle fertig. Spender mit euch, ihr. Yeah. Weg mit euch. Wie seid ihr schon? Ja, ich klaue euch alles. Oh nein, sie haben Bienenwaffen. Ich bin fett geworden. De-Aging. Zwei auf einen Streich. Da könnt ihr nur heulen, ne? Lappen. Ich stand da einfach lang. Voll den Rücken gestochen. Das. Knibbelig. Ja, ich kann springen. Schlagen. Ich muss wahrscheinlich noch schnell genug sein, schätze ich mal. Oder sag erst mal, 40-jährigen Elm muss schneller sein. Hm, sind deine Videospielreflexe eingefroren, alter Mann? Seitdem du deinen 10. Geburtstag beschritten hast, oder was?
au, 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 macht er. Einmal versuchen wir es noch. Ja, wie magisch er ist, dass ihr es guckt, er kann wegfliegen. Lalalalalalala. Ich hab da diese Fliegenanzeige, ne? Wie mache ich das? Das wäre jetzt vielleicht hilfreich. Das war die Pause-Taste. Aus sich im Ernst. Ein was auch immer. Ich könnte euch in Ruhe lassen, aber nein, ich bin Peter Pan. Ich führe euch in das Nimmerland. Nein, ich habe ihn wiedergeholt. Ja. Ich hatte es. Mal kurz hier noch was, ne? Das kann mich besser sehen tun. Erwischt. Ja, tauchen kann ich auch. Nämlich Peter Pan. Weil ich bin, dass ich Peter Pan bin? Ich bin Peter Pan. Ich bin fett. Wow. Spannendes Spiel.